Freut mich, dass wir uns kennenlernen. Das freut mich auch. Schön, ne? Gelöste eine Leute. Eine sehr, sehr niedliche Ecke, ja. Das ist eine sehr, das, wir nennen das Köln, aber es ist tatsächlich, ja, ausgesprochen niedliche Ecke, da will ich dir nichts vormachen. Du bist extra aus Berlin gekommen, oder? Heute, ja. Ja, ja. Und bist du mit dem Zug gefahren? Ja, ja. Wie war's? Es war sehr voll, ich habe sehr viele interessante Telefonate mitgehört. Ja. Von Menschen. Ja. Aber auch ein bisschen geschrieben. Ich habe versucht, ich war jetzt eine ganze Woche in der Schweiz und ich habe versucht, meine Erfahrungen zu verarbeiten zu einer Geschichte. Du schreibst immer, oder? Das erklärt 33 Bücher. Wir haben angefangen zu zählen im Zuge der Recherchen. Es liegt daran, dass ich ein alter Schriftsteller bin. Ich schreibe schon seit 30 Jahren eben, ja. Und das ist meine Art, einfach mit der Realität umzugehen. Wenn ich etwas nicht begreifen, nicht verstehen kann, ja, was sehr oft der Fall ist, ja, dann schreibe ich darüber und dann ist das irgendwie dann nicht mehr aktuell. Ja, also mit Corona war das so, mit Corona hat es nie geklappt. Weil ich dachte, ich schreibe jetzt darüber ein Buch und dann ist Corona vorbei. Ich habe das Buch geschrieben, Corona war nicht vorbei. Ja. Okay, dachte ich, das wird eine Trilogie. Ja. Aber jetzt, das ist jetzt bei einer zweibändigen Trilogie geblieben. Die klassische zweibändige Trilogie, die klassische kennt sie nicht. Zweibändige Trilogie, ja, ja. Und danach hatten wir gleich Krieg. Aber zwischen der Seuche und dem Krieg war noch ein kurzer Spalt, wo ich es geschafft habe, ein Buch zu einem solchen lebensbejahenden Thema zu schreiben, wie Klimawandel. Ja, die Leute freuen sich drüber, ja, auch. Da sitzen in diesem Buch erwachsene Menschen, also meine Kinder, ja, und unterhalten sich voll im Ernst darüber, dass unsere Zivilisation möglicherweise an der falschen Ernährung untergehen könnte. Garantiert, meiner Auffassung nach. Na, ist ja gar keine schlechte Variante, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt sehr lange falsch ernährt. Ja. Ich habe 3 Filme gemacht, in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Ja. Wie schmeckt das Land? Wie schmeckt Deutschland? Wie schmeckt Österreich? Oh Gott, in Österreich habe ich schon im Sommer, da habe ich mich eine Woche lang nur von Marille ernährt. Marillen? Ja, das ist so Milovic? Eine exotische... Nein, das ist... Menschen aus der ganzen Welt fahren nach Wachau, um eine Marille zu kosten. Man darf sie bloß nicht als Aprikose bezeichnen. Dafür steht überhaupt Todesstrafe. Genau. Also für Deutschland brauchen wir auch so ein Frucht oder Gemüse, was es nur hier gibt. Das Kohlrabi, das ist ja Arbeitsplatte und Gemüse. Also ich finde, na ja gut, haben wir sowas überhaupt? Winkelwurst? Bitte was? Ist mir zu aufwendig und ich fliege so oft beim Metzger raus. Kalter Wurst Hund, sowas? Kalter Hund, das besteht ja im Wesentlichen aus Fett, Bitumen, Kakaopulver und Hundekuchen. Und das wird dann zu so einem Sarkophag zusammengebaut. Bei minus 40 Grad gefroren und wenn man die Scheiben nur noch sägen kann, dann gibt's das. Das ist eine urige, martialische Küche. So. Das ist fast schon keine Küche mehr, sondern Baumaterial. Aber das ist tatsächlich, ja, ja, das habe ich als Kind gegessen. Sag mal, wo du gerade gesagt hast, du schreibst im Zug. Ich muss darauf zurückkommen, weil ich ja dich anbete im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wie schreibst du denn? Da ich ja ein fauler Mensch bin, ich prokrastiniere. Ist ich das sage, wirklich ja, so? Mensch, du hast schon die eigentlich schon geschrieben in deinem Kopf, du brauchst sie nicht weiter zu schreiben. Und dann eben ist der Zug die beste Variante, weil da kannst du dich wirklich von diesem ganzen Stress freimachen und sagen, ich konzentriere mich jetzt auf Schreiben. Das ja, ist besser als zu Hause. Also du zu Hause denkst... gehe ich sofort ins Internet und na, mal sehen, was macht eigentlich der Wendler? Ich habe das irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, wirklich. Wir wissen alle nicht, wie das passiert ist. Ja, ja, ich sehe so. Und dabei steht bei diesen Google News, die Nachrichten werden für dich, also für mich, ja, zusammengetragen aufgrund deiner früheren Aktivitäten und Einkäufer. Deswegen kriege ich immer Werbung für Treppenlifte. Aber was hast du denn eingekauft?
Dass ich diesen Wendler jetzt seit 2 Jahren schon unentwegt bekomme. Ich weiß nicht, irgendwas mit Alufolie? Ich habe keine Ahnung. Das ist... dein aktuelles Buch heißt Wie sage ich es meiner Mutter? Mein Lieblingsbuch. Das ist das Buch über Klimawandel. Du schreibst alle Bücher auf Deutsch. Das hat große Vorteile in meinen Augen, in einer Fremdsprache zu schreiben. Warum? Weil du schaust viel aufmerksamer. Durch die Unsicherheiten, die entstehen, weil das ist ja nicht das ist nicht die Sprache, die in deiner Seele vibriert. Ja. Also du schaust genau auf jeden Satz, auf jedes Wort, ob das alles stimmt. Kann das vielleicht rausgenommen werden? Ich glaube, auf Russisch wären meine Bücher viel dicker gewesen. Ja. Ja. Tolstoi-Niveau. Also, du kannst auch also 3/4 rausnehmen. Wer bin ich, um das zu urteilen? Ich finde jetzt, auch Moby Dick ist zu dick da. Ne, Schwarz? Aber es gibt... Schwarzlichtlampe ins Meer, zack, ja, da leuchtet die Sau weg auf dem Meer. Ja, das du kannst so eine super kurze Erzählung aus Moby Dick machen. Ich bin für kurze Erzählungen. Ich auch, Herr der Ringe. Bring Ring weg, nimm Kollegen mit. Fertig. Weißt du, wie die entstanden sind? Ja. Die Kurzgeschichten sind, das habe ich diese Woche erfahren, wirklich. Ja. Die Kurzgeschichten sind entstanden mit der Entwicklung der Bahn. Ja, oder? Für die Züge, ja. Obwohl die Zeit oft für einen Roman reicht, ist es tatsächlich, ich glaube dir das. Also davor haben Menschen eben, also davor sind sie geritten, ja. Und das ist sehr schwer zu ja. lesen beim Reiten. Ja. Also kannst gegen den Baum knallen oder so. Das ist so. Ja. Und der Zug war ein perfekter Ort zum Lesen, aber man wollte ja zu Ende sein, bevor man aussteigt und so. Und so entstand diese kurze Form. Deine Bücher liegen auch am Dortmunder Hauptbahnhof. Dein neues zum Beispiel. Haben Sie gemerkt, was das für eine geschickte Überleitung ist? Das hat keine Sau mitgekriegt. Das Buch, Wie sage ich es meiner Mutter, in der du ihr, ich will nicht sagen neuzeitliche Phänomene erklärst, aber du bist ja so weit. Was war das Lieblingsding, was du deiner Mutter erklärt hast? Na, das, der Sinn dieses Buches ist, was heißt erklären? Ich dolmetsche zwischen Generationen. Ja. In diesem Buch versuchen meine Kinder, wunderbare Menschen, gewiss, die beide so 20 plus sind und total enthusiastisch dabei, diese neue, heile Welt, genderneutrale, ökologisch gerechte Welt aufzubauen. Mhm. Und diese Kinder suchen in ihrer Umgebung nach Umweltsündern, finden aber niemanden außer ihre Oma. Ja. Sie versteht bloß oft nicht, was Sache ist, ja. Was sie genau falsch macht. Und da muss ich dolmetschen. Ja. Aber inzwischen machen das die Kinder auch selbst. Mein Sohn war mit Mama sogar einkaufen jetzt bei Bioladen. Mama hat ganz viele Bioprodukte jetzt gekauft. Meine Mutter hat jetzt auf dem Tisch Himalaya-Salz stehen. Ja. Da steht auf der Packung Himalaya, 1000 Jahre lag diese Salz in Bergen von Himalaya. In diesem Bioladen hat es Verfallsdatum Mai 23 bekommen. Mama. Sie schaut jeden Tag schaut Mama auf Salz. Da muss ja was passieren jetzt mit dem. Etwas Schreckliches, ein Krimi. Stichwort was Schreckliches. Es ist ein harter Themawechsel, da will ich keinem was vormachen. Aber wie gehst du momentan mit der Situation um, die in Russland so läuft? Nach dem Beginn dieses Krieges dachte ich, der wird niemals auf dem Schlachtfeld zu Ende sein. Dieser Krieg kann nur in den Köpfen von 140 Millionen Russen gewonnen werden. Sie müssen eine Perspektive jenseits dieses fürchterlichen Regimes haben. Ja. Und da alle Journalisten weg sind, alle, im Grunde genommen, alle klugen Köpfe dieses Landes befinden sich jetzt im Ausland. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation, Thorsten. Also sollten diese Menschen aus meiner Sicht eine Möglichkeit bekommen, wieder zu den Russen zu reden. Weil wir können es nicht, ich kann es auch nicht. Ich bin vor 33 Jahren da weg, mich kennen sie gar nicht. Ja. Aber diese Menschen, die wirklich dort jeder kennt, die müssen mit dem Volk reden können.
die klugen Köpfe sind geflüchtet, weil sie das nicht mittragen können, was da vor sich geht. Und ihr habt jetzt hier in Deutschland quasi einen Internet-Radiodienst eingerichtet, der von hier aus auf Russisch die Russen darüber aufklärt, ja, was wirklich Sache ist. Ja, ja, genau so ist das. Ja. Und das, ist, das passiert auf sehr vielen Kanälen. Wir haben die Zeitung Nova Gazeta hier, Friedensnobelpreisträger. Wir haben Echo, wir haben etliche anderen Sender. Ja, okay. Jetzt müssen wir schauen, wie wir einen Regimewechsel verwirklichen können. Und das, das nicht durch eine Revolution oder einen Aufstand, sondern durch eine Rechnung. Es muss für die Eliten, für die wirtschaftlichen Eliten Russlands, muss dieser Ausstieg günstiger werden als die Fortsetzung dieser verbrecherischen, kriegerischen Politik. Ja. Darum geht's. Ist das nicht? Danke, danke für eure Verständnis. So. Und da ich jetzt keine alberne Frage mehr stellen will, sage ich direkt Wladimir Kaminer. Vielen Dank. Ich bin begeistert. Also, das ist schon.